Halli und hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Drakensang Online, hier mit eurer Kalugia. Und naja, es ist eine Pause. Also es ist definitiv nur eine Pause. Ich habe zu 100% vor, das Game dann weiter zu Let's Playen, wenn ich ein bisschen Platz gemacht habe für andere Projekte. Wir haben jetzt die Folge 50 und ich denke, das ist ein guter Moment für eine Pause. Drakensang Online ist eben ein Dauerprojekt. Und daher, jedes Dauerprojekt besetzt eben viel Zeit. Für die ganzen Aufnahmen, für die ganzen Videos, die hochgeladen werden. Und damit die Abwechslung auf meinem Kanal eben gewährleistet ist, muss ich es leider in eine kleine Pause zwingen. Ich weiß auch leider, ich kann euch noch keine Informationen darüber geben, welches Projekt genau an Drakensang Online anschließt. Ich habe mehrere Ideen und habe mich noch nicht ganz entschieden. Aber das erfahrt ihr dann eben nächste Woche Samstag, wenn ihr dann ein neues Projekt auf meinem Kanal begrüßen dürft. Ja. Wir müssen hier immer noch unsere Herausforderungsquest beenden. Und sobald wir das gemacht haben, denke ich mal, werden wir ein bisschen einen kleinen Ausflug noch in PvP machen. Damit ihr eben wenigstens einmal gesehen habt, wie das hier so abläuft. Das habe ich ja mehrfach schon angekündigt, dass ich es vielleicht mal mache. Ich halte gerne meine Versprechen. Deshalb will ich die letzte Folge von Drakensang dazu nutzen, um mein PvP-Versprechen einzulösen. Ah, ich glaube, hier kriegen wir auch jetzt gleich unsere Questgegenstände. Die andere Herausforderung kriegen wir, denke ich, auch fast fertig. So, wir haben schon 13. Wir haben 14. Uns fehlt noch ein Questgegenstand. Komm, du bist unser Mann. Du lässt es jetzt fallen. Du bist unsere Bestie. Brave Bestie. Sei eine brave Bestie. Ist natürlich keine brave Bestie. Wieso sollte er auch hören auf uns? Hm? Ups. Was ist das? Neue Ausrüstung erhalten. Ist doch gerade irgendein Fenster aufgesprungen. Ich habe wieder zu viel Elder Scrolls gespielt. Da habe ich immer die Taste Q, ist immer dann die Schnelltastenfunktion. Schnellzugriff. Und wenn ich danach dann Drakensang spiele, dann mache ich immer irgendwelche Tagebücher auf und andere Fenster, die ich nicht möchte. So. Das war der letzte. Damit können wir uns zurück teleportieren ins Stadtgebiet. Wir müssen auch schon wieder nach Klingschill, aber da wollen wir jetzt gerade gar nicht hin. Ich denke, wir geben hier unten die Quest ab. Auf Drachenberserker ansprechen. Ungeflügelte Drachenwespen mit solch einem Schnauzenhorn. Sie sind mir unbekannt, doch die Legenden erzählen von dem Drang des Drachen, neues Leben zu schaffen. Wer weiß schon, welche Monstrositäten dies hervorgebracht haben kann, wenn es wirklich wahr ist.
Die Anatomie des Feindes. Bringt mir die Flügel der drachenhaften Kreaturen. Es muss gut erhalten. Ah ja, die haben wir noch nicht fertig. Die Quest. Brandschatzer. Sie glaubt, der Drache kann neue Wesenheiten erschaffen. Neue Drachenarten? Dann haben wir es womöglich nicht nur mit Kreaturen aus alten Legenden zu tun, sondern auch mit völlig neuen Bedrohungen. Brandschatzer 2 von 2. Ob es sich bei dieser Drachenberserker nun um eine neue Art handelt oder eine alte, die Wespen gefährden das Gleichgewicht. Sie sind unsere Feinde und müssen besiegt werden. Töte sie, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Gut. Wir sollen alles töten. Alles klar. So, dann melden wir uns mal hier an fürs PvP. Für einen Wettkampf einschreiben. Offenem Wettkampf beitreten. Nee, das hier. Es gibt Duelle. Es gibt 3 gegen 3. Ich glaube, wir machen mal so ein 3 gegen 3. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das dauert, sondern ob wir reinkommen. Aber wir versuchen es mal. Ne? Das ist jetzt wie immer, da ist man dann in so einer Warteschleife drin. Und dann geht's ab in die Arena. Ihr dürft von mir nur nicht allzu viel erwarten, meine Freunde. Ich bin echt kein PvPler. Darin gar nicht gut. So, Drachenberserker Brandschatze getötet. Jetzt müssen wir die nochmal töten, oder wie? Ist ja jetzt ein kleines bisschen ineffektiv. Aber nun gut. Haben wir gerade unsere Frostnova da rausgeschmissen? Eieiei. Töte 40 davon. So, die tägliche Herausforderung. Schmelze 18 Gegenstände ein. Glaube ich jetzt weniger. Gewinne Wettkämpfe. Das könnten wir annehmen. Ich gehe davon allerdings nicht aus, dass wir erfolgreich sind. Weil natürlich hier im PvP die Leute spielen, die das immer machen. Da sind unsere Chancen relativ gering. Da möchte ich euch nichts vormachen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück. Ein bisschen. Manchmal muss Fortuna ja auch auf unserer Seite sein. Einfach mal ein bisschen positiv an die Sache rangehen. So, da sollten anscheinend noch welche sein. Oh ja. Genug davon sogar. Halten schon so ein kleines bisschen was aus. Ein Siegel und ein Magier Großstab. So, geschätzte Wartezeit 2 Minuten 49, bisherige Wartezeit 3 Minuten 36.
bisschen meckern, das hilft dann schon. Wie ihr seht. So, Arena, ein Schaukampf um Ruhm und Ehre, möge der Bessere gewinnen. Besiege die gegnerische Gruppe, um zu punkten. Die Gruppe, die zuerst 3 Punkte erreicht, gewinnt. Nach Ablauf der Rundenzeit setzt bei allen Spielern Erschöpfung ein, durch die sie fortlaufend Schaden erleiden. Nach jedem Punkt werden die Startbedingungen wiederhergestellt und eine neue Runde beginnt. Okay. So. Wir sind also in der Arena. Ich denke, meine Aufgabe ist es, die Gegner zu treffen und versuchen, dass sie mich nicht treffen. Aua. Ich glaube, ich flüchte mal hier. Das ist nicht gut. Ah, ich bin schon irgendwie... So, jetzt können wir die anderen Gegner noch... anderen Spieler noch beobachten. Die hier im Weihnachtsmann-Kostüm durch die Gegend laufen. Sieht tatsächlich gut aus für uns. Aber nicht gut genug. Hier ein bisschen. Die rote Gruppe, das sieht man schon, ist die stärkere. Man darf auch Tränke verwenden und alles Mögliche. Das heißt, das PvP kann teilweise relativ unfair sein. Je nachdem, wie viel Echtgeld zum Beispiel Spieler auch reinstecken, das PvP. Gar nicht schaffen. So, das ist eindeutig. Niederlage. Ja, meine lieben Freunde, Ruhmstufe. Du bist durch die gesammelten Ruhmpunkte eine Stufe aufgestiegen. Immerhin bekommt man Punkte. Und kann eben dann auch... das zeige ich euch jetzt gerade nochmal. Wir gehen mal raus. Belohnung erhalten und Wettkampf verlassen. Man kann ja hier bei den Fertigkeiten eben auch auf dem Ruhm auch Dinge skillen. Und man wird dann ja im PvP auch besser. Also, ist alles eine Sache der Übung. Zumindest habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Und das Einzige, was schade ist, man kann halt, das habt ihr auch gerade mitgekriegt, dass wir im Stadtgebiet sind. Wenn man da so am Questen ist, ne, und man kommt dann halt rein ins PvP... dann spawnt man immer im Stadtgebiet. Das ist ein bisschen schade, dass man halt nicht, wie ich es aus anderen Spielen kenne, einfach dort wieder rauskommt, wo man dann eben weggeportet ist. Sondern man muss dann gegebenenfalls einen langen Weg zu Fuß vielleicht nochmal laufen, um an seiner Quest halt weiterzumachen. Bei uns ist jetzt nicht so tragisch, weil wir jetzt sowieso nicht so einen weiten Weg haben. Und hier sowieso nur Gegner töten müssen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr mögt, dass ich, wenn ich dann nach der Drakenzahnpause weiterspiele, öfter so PvP-Einlagen mal zwischendurch mache. Darüber könnte man reden. Oder ob wir einfach hier ganz bequem weiter questen, weiter leveln. Und uns ein ruhiges machen. Ohne PvP-Stress. So, 30 von 40. Ich denke mal, diese Quest schaffen wir noch in der Folge. Dass wir die noch abschließen können.
Ich denke mal so 9 sollten wir schon noch. 6 müssen wir noch finden. 5, 4. Beiden Kandidaten der Herrlichkeit. Und dann können wir zurückporten. Ja, geben wir die Quest noch ab, dann passt es genau mit der Zeit. Ja, deine Taktik ist vorbildlich, Mirelia. Du hast diesen Brandschatzern gezeigt, dass wir die Shorefall-Küste nicht kampflos aufgeben werden. Allerdings werden sie es gewiss auch nicht tun. Brandschatzer. Die Brandschatzer an den Shorefall-Küsten sind wie eine nie endende Flut. Stets kehren sie wieder und entfachen die fast verloschenen... okay, da könnte man dann die Quests wiederholen, quasi. Aber das wollen wir jetzt nicht. Ich denke, ich zoome jetzt hier nochmal ran an unsere schöne Mirelia. Und beschwöre nochmal unser Reittier. Ja, und dann sage ich euch erst einmal Tschüss und Bye-bye für eine etwas längere Zeit mit Drakensang Online. Und ich freue mich trotzdem darauf, wenn es nach der Pause dann weitergeht hier auf meinem Kanal mit diesem eigentlich doch ganz schönen Spiel. Habt viel Spaß bis dahin und seid nicht traurig, eure Kaluja.